Projektorientiert arbeitende Unternehmen benötigen nicht nur Informationen über ihre externen und internen Projekte, sondern auch Marktinformationen, die die Ziele und Leistungen dieser Projekte beeinflussen können. Dabei handelt es sich hier vor allem um Daten zu Unternehmen aus der eigenen Unternehmensumwelt. Die Fachabteilungen wollen Informationen zu Lieferanten und Partnern, zu denen Geschäftsbeziehungen bestehen, zu Kontaktpersonen, vereinbarten Preisen und Kostensätzen, Produkten und Dienstleistungen. Kunden, potenzielle Kunden, sind das wichtigste Gut eines Unternehmens. Hier geht es um Kundenlebenszyklus, Planung, Steuerung und Durchführung aller Prozesse. Für das Marketing ist es immer gut zu wissen, wie die eigenen Produkte und Dienstleistungen im Vergleich zu Mitbewerbern auf dem Markt positioniert sind. Die Projektleiter, Management und auch Vertrieb und Marketing benötigen aussagekräftige Informationen zu Kunden und Lieferanten der Projekte. Mitarbeiter aus Vertrieb, Marketing und Einkauf organisieren die Unternehmensdaten im Rahmen der Kundenverwaltung, der Wettbewerbsanalyse oder des Lieferantenmanagements. Dabei stehen die folgenden Möglichkeiten zur Verfügung. Aufbau und Pflege des Unternehmens anhand von allgemeinen Unternehmensdaten, Beschreibungen und Adressen, Finanz- und Abrechnungsdaten. Zuordnung von zum Beispiel Abteilungen in Portale. Daten von Kontaktpersonen in den Unternehmen, die auch im Projekt bearbeitet werden können. Listen und Spezialpreise für Produkte und Kostensätze für Dienstleistungen. Bewertungsmöglichkeiten für einzelne Unternehmen auf Basis der Methode Nutzwertanalyse. Die Bewertung erfolgt inklusive der wirtschaftlichen Kennzahlen und Nutzwertanalysedaten als Säulen oder als Blasendiagramm. Unternehmensbezogene Aktivitäten dienen dem Überblick und der Bearbeitung von Aufgaben. Sie können auch an Mitarbeiter übergeben und als Wiedervorlagen genutzt werden. Bei Erreichung der Termine können Erinnerungs-E-Mails an Verantwortliche versendet werden. Mit zum Unternehmensmodul gehört auch ein integriertes Dokumentenmanagementsystem zur strukturierten Ablage zugehöriger Dokumente wie Angebote, Rechnungen, Statistiken, Leistungsbeschreibungen, Grafiken, Notizen, E-Mails etc. in Ordnern und Unterordnern. Es gibt auch eine Ansicht der Projektverknüpfungen zu Kunden und Lieferanten, wie auch eine projektspezifische Bewertungsmöglichkeit für Lieferanten. Im Modul Projekte ist es möglich, einen oder mehrere Lieferanten mit einem Projekt zu verknüpfen und damit die Zusammenarbeit im Projekt zu erleichtern. Im Modul MeinCluser
können Aktivitäten aus dem Modul Unternehmen eingesehen werden. Ein Klick auf einen Eintrag verzweigt in die entsprechende Aktivität im Modul Unternehmen. Neben dem reinen Sammeln von Informationen über Wettbewerber und deren Produkte kann die eigene Position auf dem Markt über ein anpassbares Bewertungsverfahren mit beliebig vielen Kriterien aus unterschiedlichen Blickwinkeln betrachtet werden. So können Markttrends, Erfolgschancen, Preisentwicklungen, Einführungszeiten etc. besser eingeschätzt werden. Das gleiche Verfahren kann natürlich mit einem anderen Fokus auch auf Kunden und Interessenten angewendet werden. Mit dem Modul Unternehmen können Incluser Vertrieb, Marketing, Einkauf, aber auch Produkt- und Projektmanagement mit denselben Daten und Bewertungen arbeiten. Incluser erleichtert strategische und operative Arbeitsschritte für viele Prozessrollen durch Informations- und Ablaufkonzentration in einer einzigen Anwendung.